Nein, Alter. Der Zombie steht auf. Der Zombie steht auf. Oh Gott. Oh Gott. Aber das sind auch nicht unbedingt freundliche Leute, nur weil sie dir nichts tun. Ich meine, will der mit den Fäusten auf mich jetzt eintreschen oder was? So, ja, aber uns geht's jetzt richtig gut. Also, relativ richtig gut. Also, wir haben auf jeden Fall genug zu trinken. Also, getrunken eben. Wir haben genug zu trinken getrunken. Ja. Und, ja. Und wir haben eben 3 Dosen gegessen. Das füllt auch ordentlich. Und ja. Ach ja, schon traurig mit dem Typen vorhin. Aber man muss irgendwann auch seine Freunde im Stich lassen, um selber zu überleben. Oh Gott, es ist so hart. Oh Gott. Ja. Irgendwann geht's dann aber wieder. Ist hier zufällig ein Brunnen? Nein. Und das sieht doch nach einer kleinen Ansiedlung aus da hinten. Man sieht was durchs Buschwerk. Wenn ich Glück habe, sogar eine größere. Wir sehen es hinter dem Hügel, wie immer. Oh ja, oh ja. Ist das Mogilevka? Nee, das ist nicht, oder? Nein, nee, das ist nicht Mogilevka. Das ist eine andere schöne Stadt. Das ist Staroje. Staroje. Ja, Staroje. Wenn ich es vorher nicht verstanden habe. Staroje. Das steht's. Staroje. Staroje heißt das. Ich habe Kyrillisch gelernt. Staroje. Okay, gucken wir mal nach einer Axt, ob da vielleicht zufällig eine liegt. Also ich bin wirklich, Leute, ich bin kein Fan von Motorradhelmen. Ich habe mich jetzt mal geoutet. Ne? Ich bin einfach kein Fan vom Motorradhelm. So, die braunen. Oh, trinken. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir trinken können. So viel trinken haben wir jetzt eben verloren. Ich drücke die ganze Zeit hier mit der Maustaste und jetzt kommen wir aufhören, okay. Wenn man halt zu viel trinkt und danach sofort isst, obwohl man Hunger hat, sagt er einen dann trotzdem, man fühlt sich voll, weil Essen, jedenfalls bei Dosenfraß, auch Flüssigkeiten oder Flüssigkeit enthält. Das heißt, ja, du hast zwar Hunger, trotzdem sagt er dir, er wäre voll, weil deine Flüssigkeit ja auch steigt. Und da du voll mit Flüssigkeit bist, sagt er dir halt, du wärst voll. Aber bist du nicht. Nur halt mit Flüssigkeit, aber nicht mit Essen. Nicht irritieren lassen. Das heißt, auch nicht immer zu voll trinken, wenn man weiß, gleich isst man eine Menge. Weil dann könnte man sie auch übergeben, wenn man zu viel Flüssigkeit hat. Und. So, hier, oh, hier scheint schon einer gewesen zu sein. Oh. Oh, hi. Okay, why not? Ich weiß nicht, ob er mich punchen will oder so. Do you wanna... Wieso lootet der das gleiche Haus wie ich? Wenn wir nicht zusammenspielen. Oder will er... Doch, er macht's. Er macht's echt. Oder? Macht das? Macht das nicht? Oder hängt er am Zaun fest? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, ja. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Naja. So. Ja, my stomach feels completely full, aber nur mit Wasser. Ne? Nicht verwechseln. Ah, hier war auch schon einer. Oh, green jeans. Welche Verfassung sind die? Pristine. Man auch. Oh, sind das Batterien? Brauche ich nicht. Mann, das ärgert mich immer noch mit dem Typen. Weißt du, weil der war freundlich. Man hat sich verstanden. Der war freundlich. Der kannte das Spiel noch nicht, den hätte ich vielleicht ein bisschen helfen können. Beziehungsweise eher mir, hätte mir Thunfisch geben können, damit ich überlebe. Aber trotzdem hätte ich ihm vielleicht ein paar Tipps geben können und so. Das wäre eine schöne Diskussion gewesen oder ein bisschen Unterhaltung. Und jetzt bin ich hier schon wieder scheiße alleine. Mit irgend so Typen, die mich wahrscheinlich attackieren, sobald sie eine Axt finden. Zombie-Aggro nicht auf mich. Dam, 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 dam. Wenn es der gleiche ist wie eben, dann werde ich ihn ignorieren. Wenn es ein neuer ist, werde ich... Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Komm nochmal. Ich weiß es nicht. Nö, es sind andere. Oder? Dreh dich zu mir. Ich weiß nicht, ich würde ihm gerne helfen, aber... Der denkt jetzt eh, der wäre tot, oder? Nee, der weiß, dass er nochmal aufsteht. Nein, Alter. Der Zombie steht auf. Der Zombie steht auf. Oh Gott. Oh Gott. Renn weg, Mann. Renn weg. Oh Gott. Ist der so... Auf einen Faustkampf mit einem Zombie anlassen ist eh nicht so das Beste. Komm. Aber ich mach's trotzdem, ja. Komm. Ich lenk ihn ab. Lauf. Lauf, mein Leben.
Oh Gott, der lootet weiter. Jetzt lauf doch mal, verfickte Scheiße. Das ist übrigens eine Jacke, die ich will. Hallo, Jacke. Scheiße. Komm her. Ha? Was willst du? Was willst du? Mein Gehirn oder was? Kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Ja, das ist ziemlich scheiße. Wenn ich jetzt anfange zu bluten, dann kann ich auch noch krank werden davon. Okay, erstmal jetzt erst Vorbereitung, Shirt weg. Könnte ich zwar Bandagen draus machen, ich habe es aber eben vergessen. Mensch. Die brauchen halt ewig, um die wirklich klein zu kriegen. Am besten immer sofort ausweichen und... Ah Gott, ich habe es immer noch nicht. Aha. Okay, das ging schnell. Jetzt, der Spieler hat einen kleinen Hänger gehabt. Okay, Zombie, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Komm mal mit. Oh, da liegen Kelloggs. Okay. Jetzt habe ich kurz Zeit. Yeah. Okay, wo ist mein Shirt? Wo ist mein Shirt? Wo ist mein Shirt? Wo ist mein Shirt? Wo ist mein schwarzes Shirt? Schwarzes? Ah, da, da. Okay, und hier. Oh, das sieht hübscher aus, aber. Das ist ja egal. So, den Zombie lassen wir links liegen. Der wird jetzt eh vergessen, wo wir sind. Und yay, wir haben eine neue Jacke. Und wir haben jemanden das Leben gerettet. Also, potenziell, vielleicht. Also, vielleicht geht's. Also, er hätte. Also, nein, wir haben nicht dazu getragen. Aber, hey. So, ja, wir sollten hier weg. Wir sollten hier mal verschwinden. Ins nächste Dorf, würde ich sagen. Ich muss noch irgendwie die Regenjacke loswerden. Die ist sau auffällig und eh schon voll für den Arsch. Badly damaged. Ja, wir gehen jetzt mal nach Norden und gucken, was uns so erwartet. Ja, und während ich hier nach Norden gehe, und somit auch diese Folge mehr oder weniger jetzt beende, will ich euch noch einen Ausschnitt zeigen von einer Folge, die ich eigentlich drehen wollte, wo ich schon ein bisschen weiter war. Da war ich in der Nähe von Vibor bei diesem Camp und ja, da war halt so eine kleine Sache, die ich euch nochmal zeigen wollte, einfach weil es cool war oder vielleicht auch weniger. Ich wollte es euch einfach zeigen. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter, ein bisschen weiter dann Norden, wenn ich bei der nächsten Stadt bin. Und ja, dann genießt erstmal die nächsten 2-3 Minuten, ich weiß nicht, wie lange das jetzt geht, was ich halt woanders erlebt habe, bevor ich wieder an der Küste war. Deswegen bin ich gestorben. Spoiler Alert, hätte ich vorher sagen sollen. Aber okay, viel Spaß. Hallo, ja, ich bin gerade alleine unterwegs und dachte, ich nehme mal auf, weil da hinten wieder diese Militärstadt bei Vibor ist in der Nähe. Und ja, da oder immer was passieren könnte, dachte ich mir nämlich auf. Ich spiele mit einem anderen Charakter, mit 9. Ja, bin eigentlich relativ gut ausgerüstet, bin halt hochgewandert von der Küste. Essen. Ich konzentriere mich ziemlich auf Obst. Ich habe tatsächlich eben einen Schrank gefunden, da waren 3 frische Äpfel drin. Oh mein Gott. Ja. Und ja, eigentlich wollte ich schon fast vermeiden, nur in die Nähe von solchen Teilen zu kommen, aber irgendwie verlockt es dann doch, ne? Eine Waffe zu kommen, eine richtige. Ich laufe wohl die ganze Zeit schon mit einem Magazin rum. Für die Pistole, falls ich mal eine Pistole finde. Übrigens wurde jetzt oft schon als Kommentar geschrieben, in einer Folge, in der 6. glaube ich, wurde mal geschrieben, dass ich wahrscheinlich Moondai hier getroffen hätte, dass er gerade von da hinten reinkam und Blackbook und ich sind gerade hier raus. Das war tatsächlich eine sehr ähnliche Situation. Ich habe die beiden Videos mal vergleicht. Ich hatte ja noch die Originaldateien, wo ich nicht so hart geschnitten habe. Und habe das mal vergleicht, aber das waren nicht wir. Wir sahen tatsächlich genauso aus, eigentlich im Prinzip so. Aber das war nicht wir. So. Erstmal alles checken hier. Ja, an sich, ne? Gut aussehen tut's immer, ne? Komm. Oh, schon mit einem größeren Backpack. Habt ihr auch gerade ein Essen hören? Also ich habe momentan eh mega starke Soundbugs. Es laggt auch, aber... Ne, die Sounds machen mich verrückt. Ich habe in einer anderen Stadt ständig ein Essen, Trinken hören, Nachladen hören. Aber ich glaube 90% der Sachen waren einfach Soundbugs. Genau dieses Geräusch, dieses Geklimper, das ist ja glaube ich... Ne, warte, ich gucke mal gerne von außen in die Räume nochmal, damit ich innen nicht so überrascht werden kann. Jetzt weiß ich an sich schon mal, hier wird keiner so schnell auftauchen. Wahrscheinlich. So, da liegt eine M4.
Waffen. Ja. Okay. Brauche ich halt nur Munition. Es kann natürlich auch sein, dass unter den Betten was liegt. Ich gucke da aber bewusst nicht nach, weil ich hier so schnell wie möglich weg will. Ich will hier einfach nur alles abgrasen. Dann nichts wie weg hier. Deswegen, klar, da könnte vielleicht nochmal Magazin liegen, aber das ist mir dann doch zu ein großes Risiko. Okay, jetzt gehen wir da in den Tower. Die Tür ist zu. Das ist... muss nichts Gutes heißen. Ich bin der Meinung nämlich, dass... oh ja. Ja, ich wollte gerade sagen, dass das nichts Gutes heißen muss, wenn die Tür zu ist, weil die Aufnahme-Server-Restart direkt offen ist. Deswegen. Ja, ich bin tot. Meine Fresse. Ja, den letzten Ausschnitt wollte ich euch aus zwei Gründen zeigen. Und zwar zum einen, ich fand es lustig, wie ich draufgegangen bin, weil ich gerade die Vermutung hatte. Und zum anderen, weil ein Abonnent geschrieben hatte, dass er mich wahrscheinlich umgebracht hat, ob ich das denn war. Und ich hatte halt geschrieben, ja, warte die und die Folge ab, da wirst du es hier selber beantworten können. Hier ist das Kommentar. Ja, fand ich halt ganz witzig, weil, ja, wahrscheinlich hat der mich umgebracht. Finde ich nicht schlimm jetzt im Endeffekt. Also, keine Sorge, das ist jetzt kein Hate-Aufruf oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich anders verhalten hätte. Ja, auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, und heute geht ja auch die Daisy Standalone-Woche los. Das bedeutet, jeden Tag eine Folge bis Samstag, einschließlich Samstag und Sonntag dann wieder die News. Also kein Epoch diese Woche. Dafür geht es dann halt nächste Woche wieder ganz normal weiter. Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen nochmal. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen oder wenn ihr das Video mit euren Freunden auf Facebook oder anderen Plattformen teilt oder wenn ihr mir einen Hashtag Daisy Standalone oder Hashtag Daisy in den Kommentaren hinterlasst, um die Relevanz auf YouTube für dieses Video zu steigern. Das würde auf jeden Fall sehr helfen. Dann haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.